Ich arbeite zu Hause und du störst mich gerade. Du arbeitest im Stress, ich arbeite im Bademantel. Ich bin im Büro zu Hause, sieht ein bisschen komisch aus. Um die Post zu holen, muss ich nur mal kurz ins Treppenhaus. Die gute Idee, die ich vorhin im Liegen hatte. Ach ja, ich wollte liegen bleiben, sack alle Termine ab. Stehe gerade erst auf und hab noch nicht rausgefunden. Hab ich keinen Kater oder bin ich noch betrunken? Glück kann man nicht kaufen, Alkohol schon. Und warum ich so gut drauf bin, wen kümmert das schon? Nimm das doch nicht so ernst, du hast schon Falten im Gesicht. Und die kommen nicht vom Lachen, denn du lachst ja nicht. Du bist so ein großer Pimp und Player. Komm vorbei, dann kriegst du einen Nippeldreher. Bitte sehr, dankeschön, weitergehen. Schmeiß dein Smartphone aus dem Fenster, pinkel drauf. Das ist Gangster, Strahlung ist schädlich für deinen Riesenpenis. Da fällt mir nichts mehr ein, war früher schlagfertiger. Heute bin ich ehrlicher, wirklich wahr. Seitdem sag ich nur noch, halt die Fresse. Kümmer dich um deinen Kram, du findest das infam. Meinst du Fame, kein Plan? Du willst gut unterhalten werden, jede Menge Spaß. Doch ich kann dich nicht immer glücklich machen. Ich bin kein Nutella-Glas, ist mir viel zu viel. Was du sagst, viel zu viel. Quatsch, ist mir viel zu viel, das ist kein Spiel. Ich will meine Ruhe haben, aber du nervst mit dämlichen Fragen. Alter, was machst du schon? Deine Funktion, Tabellenkalkulation für eine Organisation, die mit Manipulation Geld verdient, Stundenlohn, auch nur halbe Portion. So wie du brauchst eine Begleitperson zum Kaffee holen. Dafür hat sich die Promotion gelohnt. Viel Spaß bis zur Pension. Was soll die Aggression? Lass dir von mir nichts raten. Ich hab keinen Plan, wovon ich rede. Bin kein Spekulatorensohn. Beende die Konversation, du machst das schon. Beruflich bei der Erdachsendeckel, Scharnier, Schmiernippelkommission. Ich werf dich in den Brunnen, frag, schmeckt die Lotion? Ja, meine Welt ein Pulverfass, krasse Hobbys. Zum Beispiel Pudelhass, google das. Ich muss kacken, finde raus, wie viel davon in deine Schuhe passt. Hauptschule verpasst, trotzdem Nerd, aber vollkommen gestört, Alter. Lecker Tortendiagramm, irgendwann schwimmt jeder oben, aber ich bin total krank. Sitz beim Arzt im Schrank, protestiere gegen Wohnungsnotstand. Was los, irgendwann sind wir tot, also bis dann mach's gut und so. Der Arzt muss krank sein, denn er schreibt mich gesund. So muss Punk sein, hier riecht es nach vergorenem Essen oder Antiquitäten, stinkt wie ein Spuckloch von Trompeten oder alte Tapeten. Vielleicht sind das dämonische Aktivitäten, kann doch sein. Mein Gehirn ist verstopft mit Kuriositäten, komischer Krempel. Hol den Pömpel. Pömpel. Hol den Pömpel. Paddeli, piddeli, puddeli, puddeli, Pömpel.